Willkommen zurück zu einer weiteren Shaky-Folge Crime Scene Cleaner. Freut mich, dass du da draußen wieder reinzitterst. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Sweeties, die das letzte Video mit einer milchigen Bewertung unterstützt haben. Ja, bewerten, kommentieren, ihr merkt schon, ich bin ein Meister im Unsinnreden. Aber ja, ist eben so ganz nett. Das ist mein Frühstück. Ja, es ist halt mein Frühstück. Was Süßes, bisschen Milch, eine Geisterschüssel. Mehr habe ich nicht. So, wir müssen skillen, ganz wichtig. Aber wir müssen auch den Hund verwöhnen. Daddy is a criminal now. But you're still a good boy. So sieht's aus. Ich bin böser, aber der Hund ist immer noch gut. Alright. Werkzeuge, Mülleimer. Könnte man machen. Ich kann 2 Reinigungsmittel in einen Eimer geben. Schlecht allgemein. Oh, das ist ja richtig krass. Ein gesprächiger elektrischer Freund. Ja. Mal sehen, ob sich das gelohnt hat. Ich weiß es nicht. Hier gibt es so oder so einen zusätzlichen Eimer. Ich will eigentlich noch meinen Mob ein bisschen pimpen. Boah, das ist ja mies. Ich muss erst das hier wählen, dann kann ich das hier machen, oder was? Ah, nee. Ah, nee, es steht einfach nur so da. Ja, gut. Ja, nee, dann gehe ich hier hin. Will ich die Power verbessern? Habe ich hier 4 verbraucht? Ich meine, der Swiffer ist schon wirklich so ein kleines Wunderding. Einen zusätzlichen Mob kann ich mit mir führen. Einen zusätzlichen Schwamm. Das klingt aber auch irgendwie sexy. Gut, machen wir so. Obwohl ich eigentlich auch ein bisschen den Hochdruckreiniger noch verbessern wollte. Das ist also schwierig. Ja gut, hier noch Tankkapazität. Und dann ist leider erstmal Ende im Gelände. So, wir haben gepimpt. Kein Anruf. Nichts diesmal. Kurzschluss. 3 Leichen. Größe des Standorts. Unbezahlte Behandlungskosten. Wunder über Wunder. Seit du mir geholfen hast, ist es, als würde jeder Tag ein neues Wunder bringen. Ich dachte, ich wäre schon erledigt. Weißt du, als die Schulden keine gute Schule oder normale Arbeit und so weiter, aber die Dinge werden tatsächlich besser, lol. Kürzlich habe ich dieses Mädchen, Trisha, getroffen und wir haben uns sofort verstanden. Sie gehört auch zu den Straßen, also versteht sie es. Versteht mich. Sie macht großartige Musik und weiß, dass sie es eines Tages rocken wird. Es ist seltsam, aber es bringt mich irgendwie dazu, mehr über das Leben nachzudenken. Oder sie tut es, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich kann sie ihnen eines Tages vorstellen. Irgendwie sind die Texte merkwürdig geschrieben, aber wahrscheinlich alles KI übersetzt. Na, es ist immer noch ein Indie-Game. Es ist immer noch ein Indie-Game, auch wenn es wirklich ein sehr schönes Indie-Game ist. Aber was bedeutet eigentlich schon Indie-Game? Das ist auch so ein Begriff, der so ein bisschen entartet ist, finde ich. Hier zum Auto. Hier ist mein Auto. Hier ist mein Badezimmer. Hier ist doch mein Auto, oder? Ach, hier ist so eine Tür. Was ist denn das hier? Eine Tür, die noch zu ist? Über die wir noch gar nichts wissen? Ha, eine mysteriöse Tür. Da waren wir nämlich noch nie drin. So, hier geht's hin. Kurzschluss. Let's go. Der Mann will putzen. It'll be a long night. Ja, wahrscheinlich. Es wird anscheinend unsere größte Location bis jetzt. Don't ask me why smart houses began to creep the shit out of me. I saw so many weird things all in one place. No wonder those people went mad. If I didn't know, I would have gone mad too. Okay, jetzt wird's gruselig, oder wie? Is scaring one's neighbors to death the only way to fight these insane housing prices?
Okay, jetzt wird's richtig spooky. Wo ist mein... Hier. Ach ja, die Leute haben gemeint, Eimer anheben reinigt auch. Und dass ich den halt auch mitnehmen kann. Was natürlich stimmt. Gibt's denn nicht sowas wie Licht? Richtig dunkel hier drin. Na gut, legen wir los. Bisschen Licht wäre ganz nett. Naja, ich habe ja hier meine Lampe. Ach, guck mal hier. Tada! Habe ich jetzt eigentlich einen weiteren Mob? Ja. Was sind das für Gruselgeräusche? Was ist hier passiert? Was war das? Hat jemand meinen Eimer umgestoßen? Oh Gott. Hier lebt noch irgendwas. Oder das ist eine Katze. Irgendwas höre ich jammern. Ich mache erstmal hier den Flur sauber. Irgendwas jammert hier. Ich habe ein bisschen Angst. Won't budge. Geht nicht auf. Wir haben das Baby vergessen. Das wäre richtig übel. Alter, findest du einfach irgendwie so ein Baby noch und weißt einfach nicht, was damit anfangen sollst. 6% Blut. Erster Stock. Das wird eine sehr, 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 sehr blutige Angelegenheit. Hallo? Er wechselt auch die Wischer durch. Auch den Ball hier. Muss man den... Oh, hier ist ein Beweis. Such a little device. So much carnage. Oh, hier muss man ganz genau gucken, ne? Was ist das? Klingt, als würde hier ein Pferd durch die Bude galoppieren. Was war das denn jetzt? Oh mein Gott. Ein Kruzifix. Wer bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Irgendjemand wollte hier eine Geistershow veranstalten. Überzeugend. So, ich bin durch. Plopp. Ey, zwei Wischer? Genial. Absolut genial. Ich hole raus meine attraktive UV-Lampe. Pferdegeklapper. Machen wir erstmal hier sauber. Noch so eine Lautsprecherbox. Das war wirklich Pferdegeklapper, oder? Was meint die Kommentarsektion? War das Pferdegeklapperer? Ey, Wischer ist King. Absolut King. Used for murder or some kind of exorcism? Probably both. Christ almighty. Ja, goldenes Kruzifix. Kann man bestimmt verhökern. Ich habe mal in der Priester Today gelesen, die Dinger sind viel wert. Oh mein Gott, das ist ein Kreuz. Definitely not God's work. Nee, da war nicht Jesus am Werk. So, wir holen gleich mal die Lampe ein bisschen vor. Ist hier noch ein Kreuz am Boden? Nee, ich dachte, hier würde noch ein Kruzifix liegen. Es war nur Blut und Fuge. Woher kommt die Antonio Banderas Power-Musik? Das nehme ich mit. Wild hier drin. Äußerst wild. Ah, das ist richtig zäh hier, der Schmodder. Das müsste man eigentlich besser, glaube ich, im Schwamm machen. Aber da ich so ein Schwammverweigerer bin...
wahrscheinlich like mal no one was ever here. Sehr viele Schubladen. Da muss doch irgendwie ein Päckchen Kokain oder sowas drin sein. Was habe ich da eingesammelt? Eine goldene Krabbe? $100. Ich finde es auch interessant, dass sie hier nur Hunderte haben. Ich höre immer noch dieses Kinderlachen, Weinen. Oh, den Edding würde ich mitnehmen. Da kann man schön dran sniffen. So ein Sniff-Edding. Ist eigentlich immer eine gute Sache. Na gut, ich hole mal den Schwamm raus. Auf die Knie mit dir, mein Sohn! Boah, auch der Schwamm braucht ewig, das hier rauszubürsten. Eine Shotgun-Patrone. Also hat hier irgendwie der Flintenpriester ordentlich gewütet. Muss auf jeden Fall den Schwamm verbessern. Ah, das wischen wir jetzt schnell raus. So, nochmal kräftig durchbürsten. Ich will den Teppich clean. Oh, da hinten liegt eine Leiche. Was? Ich bin jetzt schon... Naja, die Leute haben gemeint, du kannst mehrere Dinge irgendwie anklicken. Sammel dir die alle auf einmal auf. Also ja, ich lese eure Kommentare, aber ich produziere natürlich auch immer ein bisschen vor. Und dementsprechend, liebe Kinder, ist das alles ein bisschen verzögert. Ne? Ist nicht so, dass ich die Kommentare mir nicht durchlese, sondern ich kann halt nicht sofort das umsetzen, wenn ihr das schreibt. Ach, jetzt lässt das hier ab. Okay, und jetzt versaue ich das nicht immer alles. Ah, das ist clever. Das ist natürlich sehr clever. Gut gemacht, YouTube. Sehr, sehr gut gemacht. Ja, aber guckt euch das mal an. Also, der Mob ist immer noch geil dabei. Kannst du sagen, was du willst. Ich finde, der haut auch ganz gut Sachen weg, die man eigentlich regulär mit dem Schwamm machen müsste. Ich bin zufrieden mit meinem Mob. Für den Mob ist nichts ein Problem. Both barrels empty. Hä? Was zur Hölle läuft hier? Ich habe doch eben gerade die Musik abgestellt und schon hier so eine Kassette mitgenommen. Und jetzt bum bada bum ist plötzlich wieder Musik an und eine Kassette drin. Das wären halt jetzt echt coole Sachen, wenn hier im Haus wirklich jemand wäre, der uns so richtig verarschen will. Ei. Tut mir leid, tut mir leid. Boah, hier ist halt richtig blutig. Beide sind schon durch. Eieiei, bis an die Decke. No me gusta, mein Freund. Hälfte aber schon weggewischt. Ja, bin mal gespannt, wie sich die Geschichte noch entwickelt. Es ist halt nur ein Indie-Game, ne? In Anführungszeichen. Weil ich finde auch dieses Wort Indie... Was ist Indie, ne? Independent, unabhängig. Aber diese Spiele sind ja trotz allem nicht wirklich unabhängig, denn sie brauchen trotz allem immer noch jemand, der die Finanzierung ermöglicht. Must have been a heavy caliber. Und sind ja trotzdem an Publisher gebunden. Und wie die Entscheidungsgewalt halt am Ende immer ist, das können wir auch gar nicht so beurteilen, ne? Wir wissen es ja gar nicht so genau. Wir wissen ja gar nicht so genau, wie ist im Hintergrund alles dann am Ende doch wirklich Indie.
Wie sehr darf sich der Entwickler austoben? Oder wie sehr muss er sich am Ende doch noch reinreden lassen? Vom Publisher, der sagt, naja, so aber dann doch nicht, junger Mann. Also für mich ist das der Begriff Indie immer verwässerter. Und man spricht ja auch von Indie schon jetzt zum Beispiel bei Spielen wie Stalker 2. Da sagen auch viele, das ist ein Indie-Game. Wo ich mir denke, ist es wirklich ein Indie-Game? Kann man das wirklich als ein Indie-Game verbuchen? Sogar hier oben. Mach ich die kaputt? Nee, Gott sei Dank nicht. I'm watching you, what? Das wäre halt cool, wenn es hier wirklich jemand wäre. Irgend so ein Psycho. Was ist denn das? Jetzt sowas von die Vase gleich kaputt glocken. Oh, das kann man verkaufen. Cleaner's job is not making mess. Aber ab und zu muss eben ein bisschen was kaputt gehen. Diesmal war es wenigstens keine Ming-Vase. Sehen wir es mal aus dem Aspekt. Es war wenigstens keine Ming. Flupp. Oh, aber sieht doch ganz gut aus. Kleines Schmuckstück hier noch. Er nimmt halt wirklich alles mit. Alter, ist das ein gieriger Sohn. Selbst den Kaffeebecher mit Vater des Jahres einfach mitnehmen. Zugegeben, den kleinen T-Rex hätte ich auch mitgenommen. Oder den kleinen Triceratops, der da oben auf dem Bücherregal steht. Shit. Ich wusste, es gibt hier eine Katze. Na komm. Kommen wir gleich hier unten rein. Ich wusste, hier gibt's eine Katze. Ah, erstmal hier alles an Smooths wegmachen. My janitor training comes in handy. Ja, once das, again. Das Janitor Training. Das ist natürlich wichtig. Spezialausbildung damals. US Marine Corps, ne? Man kennt's. Boah, ist das eine Pfütze. Die Höllenpfütze hier. Hätte ich schon fast mit dem Hochdruckreiniger rangemusst. Ich bin halt so ein Mob-Man. Sie nannten ihn Mob. Kätzchen, wo bist du? Ah, den anderen Computer konnten wir aber nicht. Normales Hacking, Brute Force Hacking. What? So, kein Leben verloren. Bams. Moment mal, ist das auch Teil der Beweisvernichtung? Alle Aufnahmen wurden gelöscht. Aber ich will hier noch ein bisschen rumgucken. Meins? Wie viele Katzenspielzeug hat denn die Familie hier? Sometimes you really don't need much to make people go crazy. Okay, also irgendjemand hat die Leute hier in den Wahnsinn getrieben. Und dann? Hat der eine gedacht, hier wären Geister und hat die ganze Familie ermordet und hat so ein Amityville-Horror-Ding daraus gemacht? Bisschen Amity? These antipsychotics didn't work at all. Okay. Tabletten gefressen wie blöde, wurde als psychologisch verwirrt eingestuft. Oh mein Gott. Ja, den T-Rex will ich haben. Ist das ein Puppenarm? Alles gut, ist nur ein Puppenarm. So, ich habe Schlüsselchen gefunden. Ganz viel zum Saufen.
Alter, da ist ein menschlicher Kopf drin. Mama dreht durch. Was ich als kleine Fehlfunktion oder irgendeinen Fehler sehe, ist für sie ein harter Beweis dafür, dass wir verflucht oder sogar besessen sind. Ihre Medikamente wirken entweder nicht oder sie nimmt diese verdammten Pillen gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich Hilfe bekommen soll. Wir sind verloren. Möge Gott diese Familie gnädig sein. Nope. God didn't help them. It's not really his thing. Noch mehr Gruselgeräusche. Und noch mehr Katzenspielzeug. Whoa, 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 whoa. Easy. Muss ich das aufräumen? Ach, nur die Dosen oder was? Und der Rest? Sagt er nein. Alright. What? Der war doch davor nicht da. Hier läuft wirklich irgendwas Übernatürliches. Der war doch davor nicht da. Irgendeine kranke, übernatürliche Kacke läuft hier. Ah, shit. Here we go again. That haunted robot vacuum won't stop until I beat the shit out of it. Oh, verflucht. Oh, das ist eine Menge Arbeit. Lass mir hier den Boden ein bisschen... Okay, das ist ein verdammtes Pentagramm und da hinten hängt die Manson Family. Willkommen in der Hölle, meine Freunde. Willkommen in der verdammten Hölle. No jump scares. Let's keep it that way. So, jetzt mach ich erstmal das hier. So. Ich komm gleich zu dir, Kätzchen. Muss nur hier ein bisschen Satans Spuren verwischen. Man muss diesen Roboter aufhalten. You either die cleaning or live long enough to be cleaned. So, den Kram hier. Wow, geht noch eins rein. Hopp. Flop. Oh, immer gleich rein, das Zeug, ne? Was soll der Schmuh? Ist das auch fake? Okay, was ist hier nicht fake? Ich habe wenigstens mit einer Katze gerechnet. Da waren immerhin Pfotenabdrücke. Wow, 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 wow. Ach, kacke Katze. Uncool. Es gibt eine Katze. Es gibt definitiv eine Katze. Es gibt definitiv Katze hier, die mir das Leben zur Hölle machen will. So, ich mach ein bisschen das gute Ajax rein. Ja. Und rein damit. Ah, ein Schwamm kloppen wir auch nochmal durch. In the name of the Lord. Boah, das wegwischen. Schon durch der erste Mob. Da hat jemand kräftig rumgesplattert und gebluddet.
Und dann noch die ganzen Kissen reinigt. So, machen wir mal ganz kurz noch das hier, dass ich da nicht reintrete. So, der Tisch sieht ganz gut aus. Oh, wow. Wow. Ja, aber wie drehe ich das denn? So, dass es mir was nützt. Ich will das drehen, aber jetzt. Na! Oh! Falsche Taste. Oh, gut, dann reinige ich erstmal das Ding hier. Babams! Der stand schon richtig. Hier ist noch ein bisschen Schmudder. Ja, voll die Hammerbuden, ne? Mit dem hier. Drüben hin. So. Das stelle ich mal hier oben drauf. Oder auch nicht. Teurer Käse. Die Katzenklappe. Ja, das stimmt. Für einige ist es das ganze Apartment. L.A. ist grausam. Yeah, this is exactly the read I was hoping for right now. Harry the Potter. Gute alte Harry the Potter Police. Ah, ich glaube, wir haben hier alles rausgemopst, ne? So, da kann da schön mal alles rein in die Rumpelecke. Und das wieder zumachen. Perfekt. Einmal. Wie kann ich das Ding denn? Ich will es drehen, genau. Macht er nicht. The doors were locked, so she must have trashed the place herself. Ist also komplett durchgedreht. Wie kann ich es drehen, drehen, drehen? Ist alles, was ich möchte. Ich kann werfen, aber weiß nicht, wie ich flippen kann. Ist doch kacke. Ja. Ey, gibt's da keine Funktion? Ich finde keine. Ich klicke mich hier gerade durch und irgendwie nichts. Jetzt vielleicht komme ich jetzt dran. Das ist ein bisschen doof. Ich meine, es ist ja schön, dass man drehen kann, aber... Das hat jetzt automatisch gedreht, wieso auch immer. So, den machen wir auch noch ganz schnell hier clean. Gib mir das. Ist schon wieder voll. Jetzt muss ich nur noch das andere Kissen irgendwie drehen, dann sieht das eigentlich schon alles ganz vernünftig aus. Aber ich bin erst bei 49%. Let's get rid of that. Also gefühlt muss es hier irgendwo noch ein riesen Gang sein, wo man noch was rausholen kann. Wir wissen alle, diese Vase hier drüben wird sterben. Ich bin froh, wenn ich diese verdammten Kissen habe. Wir sind der wahre Fluch hier.
So, das ist auch noch schmutzig. Leg's doch. Ja, danke. Thank you very mucho. Langsam habe ich den Bogen raus. Das sind echt gruselige Bilder. Oh nein, die Folge ist schon wieder rum. Ich will eigentlich weiter putzen, aber es gibt wieder Ärger mit der Gewerkschaft, wenn die Folgen zu lang gehen. Aber ich muss putzen! Ah, ihr kennt das Ganze. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ihr könnt jetzt aber eine clean Bewertung dalassen und clean Kommentar schreiben. Vielleicht ein kleines Gedicht über das Entsorgen von Blut an gruseligen Bildern. Ich weiß nicht. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bleibt sauber. Auf Wiedersehen und tschüss!